Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Wir spielen hier in unserem Lager weiter und wir wollen in dieser Folge mal gucken, ob wir ein bisschen jagen können oder ob wir ein bisschen unsere Skills verbessern können. Ich weiß nicht, ob unsere Tonspur hier ein bisschen zu laut ist. Ich muss mich immer noch ein bisschen einfummeln, aber gut. Wie gesagt, wir starten einfach. Weiter geht's hier im Horseshoe Overlook. Und ich glaube, wir sollten wirklich mal jagen gehen in dieser Folge. Ich möchte meinen... Ja, wir überschreiben das wie immer. Ich möchte meinen Bogen gerne rausholen. Aber ich weiß gar nicht, wo das ist, das Teil. Hier oben fehlt es an Medizin. Ah, Moment, Medizin habe ich doch am Start. Medizin könnte ich hier doch eigentlich quasi schon abgeben, oder nicht? Und warum habe ich da oben zwei Beträge? Guck mal, die schlafen alle. Ich glaube, das sollte ich auch mal gerade machen. Wo war denn mein Zelt? Mein Zelt war ja auch hier vorne. Es sind aber doch schon recht viele wach. War das mein Zelt? Ich glaube ja, oder? Obwohl, da hinten wird es auch schon wieder ziemlich hell. Naja, egal. Komm, wir ruhen uns mal ein bisschen aus. Ist das mein Zelt hier? Ja, Mann, ne? Ich glaube ja. Untersuchen. Nehmen. Was war denn das? Whiskyflasche? Nee. Schmeiß die einfach hin. Ich wollte mich nur hinlegen, gell? Fotografie untersuchen. Da vorne? Ah, ja, genau. Da vorne ist mein... Auch nicht? The fuck is my... hier. Völlig dran vorbeigelaufen. Egal, komm, wir legen uns erstmal hin. Umziehen, untersuchen, schlafen. Bis Mittag. 7 Stunden. Die erste Schlafanimation, die ich mir hier reinziehe. Ja, er ist schon gut müde. Ich überlege immer noch, ob ich mir diesen dösigen Mantel kaufen möchte. Und oh. That weather, though. Ich mache das hier trotzdem ein bisschen leiser hier auf. 50. Leute, genügend. So, alles klar. Der nächste Tag. Rasiermesser und Pinsel. So, wir gehen nochmal hier vorne hin zu diesem Medizinkollegen. Renn doch mal einen Meter, Freund Sahne. Ey. Moment. Geld brauchen die ja auch, ne? Kann man hier spenden? Beitrag leisten. Oh, Moment, sie labert mich erst voll. We sent Micah and Lenny out scouting west to see what they could find. Good. And we're gonna need to make a decent bit of money if we're gonna get out of this hole. Oh, I know. Grimshaw. Beitrag leisten. What you want? Geld spenden. Beitrag erhöhen. Wie viel spenden wir denn? 10, 30 Dollar, okay. Gucken, von welchem Betrag es weggeht. Okay, von dem unteren. Beitrag leisten. Nee, da brauchen wir jetzt Medizin, Munition und Gepäck, Wertgegenstände, Dokumente, Spenden. Kann verkauft werden. Ja, kann man so verkaufen oder kann man die spenden? Neu. Vorräte, Arzneien, Zutaten, Materialien, Gepäck. Naja, gut. Dann gehen wir weg und gucken wir mal, was da vorne an dem Medizin, an dieser Medizinstation geht. Ob man hier auch irgendwas spenden kann, ob ich mit dem Typ reden muss. Mr. Morgan. Untersuchen, Fotografie. Ja, das ist ja schön, aber hier ist doch eigentlich das Zeichen für die Arznei. Hier genau stehe ich vor, aber passieren tut hier leider nichts. Dann ist es hier vorne der Metzger, der hier fröhlich sein Lied pfeift. Ah, hello, Mr. Morgan. Hello, hello. Und auch hier kann ich noch nichts abgeben. Oder muss ich einfach die Medizin hier spenden? Das könnte auch sein.
Beitrag leisten. Gegenstand spenden, Medizin habe ich doch bestimmt hier. Arznei. Nichts. Keine Materialien, nur Wertgegenstände. Ja, dann muss ich in die Stadt und den Shit erstmal verkaufen. Habe ich das Gefühl. Vielleicht kann ich dann ein paar Arzneimittel kaufen. Könnte man auch machen. Wir können eventuell auch schauen, ob man da einen Bogen kaufen kann oder ob man den irgendwo herstellen muss. Was ist denn mit ihr hier? Domino spielen? Nee, tut mir leid. Das möchte ich jetzt nicht. Hallo, hier war irgendwo mein Pferd. Ist das mein... Tennessee Walker. Oh, fuck. Tennessee Walker. Ist das Tennessee Walker? Ja, Mann, ne? Okay. Aufgabenprotokoll ist leer. Meisterjäger, ein Hirsch gehäutet. Einen von drei Hirschen gehäutet. Okay. Tasche. Ach, guck, hier ist das ganze Zeug drin. Kann ich das da nicht rausnehmen? Moment. Dann möchte ich nochmal gerade das Pferd anbinden. Ich kann doch auch so auf meine Satteltasche zugreifen, oder nicht? Pferdeinventar. Neu. So, gekochtes Wildfleisch. Zigarre. Könnte ich auch mal eine raushauen. So, Wundertonikum. Ups, das war mein Kopfhörer. Wundertonikum. Wegwerfen, trinken, wegwerfen, zurück. Alle wegwerfen. Warum denn wegwerfen? Essen. Gemahlener Kaffee. Ich kann es nur wegwerfen. Ich kann es nicht benutzen, oder was? Kochen. Essen. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Okay, gut. Dann müssen wir wirklich in die Stadt reiten und gucken. Weil einen Bogen habe ich hier jetzt nicht gesehen. Wenn ich's... R1 fährt. Was ist das? Stoffmaske. Okay, okay. Normale Gegenstände. Ja, keine Ahnung. Also meinen Bogen kann ich anscheinend so nicht nehmen. Wie das dann weiter funktioniert, noch keine Ahnung. Ich versuche jetzt erstmal in die Stadt zu reiten. Oder soll ich das andere Pferd holen? Nee, komm. Wir reiten mit unserem Pferd hin. So, auf geht's. Hey, Pferdchen. Was ist mit dir? So, ordentlich Gas geben hier. Saddle on the horses, riding through the city. Ich glaube, wir müssen hier oben lang, genau. Und da geht die Mucke los. Ja. Was geht hier ab? Oh, sorry. Entschuldigung, ich gehe schon weiter. So. Waffen, richtig. Flinte, Dynamit, Sattel, Gewehrtasche, Bogen. Jawohl, da ist er doch. Ich muss anscheinend auf dem Pferd gesessen haben, um das... Was ist das da vorne? Ist das das Pferd von... Dann sag mir bitte, dass das das Pferd von... Nee, da stehen welche. Ich höre hier Kojoten. Ich bin neulich auch mal vor zwei Folgen, an so einer Herde von Hirschen vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob das Hirsche waren. Sag mal, habe ich hier eigentlich Bewegungsunschärfe drinne? Ich weiß es gar nicht. Habe ich mir die Optionen überhaupt schon mal angeguckt? Oh, lol. Hier ist der Punkt mit der Karte, ey. Alter Schwede, das ist natürlich echt nicht wenig. Wow. Alles klar, was haben wir denn hier? J.E. Und hier ist noch Postkutschenüberfall oder was? Nice. Postmeisterei, Hotel, Schlachter,
Büchsenmacher gemischt waren. J.E. Saloon. Können wir uns unsere Haare schneiden lassen? Gemischt Warenladen. Ja, anscheinend sollen wir da mal zum Saloon gehen. Wir haben hier auch noch unser temporäres Pferd. Büchsenmacher. Oh, geil. Ja. Okay, dann let's go. Vielleicht finden wir unterwegs noch was zum Jagen. Das wäre richtig cool. Hirsche müssen wir halt lang machen. 3 Stück. Vielleicht hätte ich das alles lieber in dem Schneegebiet machen sollen. Ist das ein Hirsch? Warte mal gerade. Pferdchen. Was haben wir da hinten? Oh, das sind auch Tiere. Muss näher ran. Vielleicht erwischen wir sie. Das wäre ja mal was. Oh. Lol, die sind da runtergefallen. Oder sind sie runtergefahren? Ach scheiße, das wollte ich doch jetzt extra nicht machen. Weiß ich nicht. Wo ist Jolly Jumper? Hier. Ja, moin. So, dann reiten wir da mal lang, ne? Ja. Geil. Antwortet. So, hier sind die runter. Der Kern meiner Ausdauer ist leer. I need Fleisch. Gegenstände. R2. Ausdauer. Ja, doch. Benutze R und einen Gegenstand auszuwählen. Ja. Kann ich das jetzt nicht machen? Was haben wir hier? Kautabak. Stellt dein Dead Eye komplett wieder her. Gesundheitstoniker. Zum Benutzen lasse L1 los. Okay, Spezialmagen bitte. Ist er das? Wow, der Stein. Lol, was ist das denn? Truthahn? Ist ja witzig. Ist ja ultra witzig. Ich hätte gerne einen Hirschbock oder was das immer. Ah. Verbundenheit gesteigert. Du hast mit diesem Pferd Rutschwendungen und Rutschbremsungen freigestellt. Halte beim schnellen Reiten R1 und X gedrückt. Okay, die Dudes sind rechts lang. Dann gehen wir mal hier hin und gucken, ob wir den Truthahn-Kollegen hier wegömmeln können. Guck ihn dir an, ey. Häuten. Östlicher Wildtruthahn. Zeig mal her, wie sieht das aus? Ja. Fettes Vogelfleisch und Truthahnfedern. Ja, so, die anderen Dudes sind hier lang gelaufen, wie wir eben gesehen haben. Gucken, ob wir hier was finden. So ein paar von diesen Böcken, ey. Ich sehe hier natürlich nichts. Ach, ist eine Fliege, oder was? Für eine Sekunde dachte ich gerade, da schreit so ein Bock oder so. Die sind hier lang gelaufen. Teils nach oben, glaube ich. Ich kann jetzt hier jetzt schwer rumrennen. Ach, guck. Steht einer. Geht aber wieder weg. Das
Das heißt, hier müssen definitiv noch mehr sein. Da, jetzt steht er gut. Weißwedelhirsch. Zielen. R2. Und jetzt läuft er natürlich weg. Ach, guck. Deswegen. Alles klar. Das war mein Fehler. Oh, da hinten steht ein... Ich dachte gerade, da hinten steht ein Pferd. Ich suche immer noch dieses dösige Pferd. Na komm, zeig dich doch. Wo kann er sein? Wahrscheinlich laufe ich hier an drei von diesen Viechern vorbei. Können uns eigentlich auch einfach eine neue Stelle suchen, wo die Teile so rumstrafen. Anstatt diesen hier zu verfolgen, aber irgendwie packt mich dann ja doch der Ehrgeiz, ne? Sehen tue ich ihn allerdings nicht. Herr Katze, können Sie sich mal entscheiden jetzt? Dankeschön. Ja, okay. Wir finden den nicht mehr. Dann gehen wir zurück zum Pferd und schauen nach, wo wir die nächsten finden können. Ich renne jetzt extra mal hier oben lang. Aber auch hier habe ich keine aufscheuchen können oder so. Ich habe zumindest keine weglaufen sehen. Okay, aufsteigen. Boy. Let's go. Ab in die Stadt. Naja, wenigstens haben wir ein bisschen Fleisch. Vielleicht können wir das ja auch so schon abgeben. Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja einen eigenen Schlachter. Also glaube ich nicht, dass da irgendwie Not besteht. Das unbedingt beim Schlachter in der Stadt wegmachen zu lassen. Wegmachen zu lassen, Alter. Schlachten zu lassen, was weiß ich. Veredeln zu lassen, keine Ahnung, Mann. Ob er da jetzt einfach so irgendwas rausgezogen hat bei sich da außen. Nein, alles cool. Nein. Komm. Nein. Oh Mann, ich muss das scheiß Pferd langsamer kriegen. Es ist einfach nur Kreis. Okay. Alles cool. Ich habe keine Ausdauer mehr. Schon wieder. Hat das jetzt gewartet? Nee, ne? Okay, dann gehen wir wieder hoch. Gegenstände. Füllen den Kern deiner Gesundheit und deiner Ausdauer wieder auf. So, das können wir doch nochmal essen bestimmt, ne? Oh, nee, haben wir nichts mehr davon? Ah, ich bin wieder dösig. Okay, so, das soll es gewesen sein. Die Dose werfen natürlich standesgemäß hier vorne einfach hin. Wir binden das Pferd an. Hä, ich bind mein Pferd an, Bruder, Alter. Mach mal hier keinen Heckmeck. So, dann wollen wir mal hier reingehen, oder? Oh, ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder vorbei. Dann haben wir wenigstens einen geilen Cliffhanger für die nächste Folge. Und meine Damen, meine Herren, vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet gerne den Part, lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns morgen zur mittlerweile 11. Folge wieder. Bis denne, tschüssikowski.